Willkommen zurück bei Shadow of the Pferd. Bei Shadow of the Colossus. Ja, wir haben mit dieser Cutscene aufgehört beim letzten Mal und wissen auch schon, in welche Richtung wir reiten müssen. Achso, Moment mal. Ja, das hatten wir doch schon. Geh weg. Sei leise. So. Ach so, ich muss. Ach ja, das ist hier dieses süße Pferd. Warum stehe ich auf einmal auf dem Pferd? Komm, Agro. Und gib ihm. Gib Gummi. Und wenn ich mich nämlich nicht irre, müssen wir in die Richtung. Ja, okay. Na dann, Agro. Auf geht's. Und übrigens, unser Ausdauerbalken wird tatsächlich immer länger. Vogel will auch in die Richtung. Oder zeigt er mir irgendwo einen Weg irgendwo hin? Ist er weg. Alright. Okay. Ich würde sagen, wir reiten erstmal hier am Hang entlang und gucken mal, ob wir ankommen. Oder ob wir irgendwie falschen Weg sind. Okay. Hier wollte ich eigentlich nicht abbiegen, aber... Schauen wir mal. Eine Sache möchte ich kurz checken. Und zwar gibt es hier irgendwas mit besuchte Schreine. Kunststücke mit Agro 39. Okay. Aber hier ist irgendwas mit da. Gesammelte leuchtende Eidechsenschwänze. 0. Weil hier sind so komische Eidechsen. Und die habe ich auch schon getötet. Hab sie schon wieder verloren. Da ist sie. Kann ich dich einsammeln? Aber du bist auch kein leuchtender Eidachsenschwanz, ne? So. Wenn ich dich irgendwie... Ne. Agra! Komisch. Keine Ahnung, vielleicht gibt's auch nochmal irgendwie besondere Eidachsen. Wer weiß das schon. Ich nicht. Das war die falsche Taste. Aber das Pferd steuert sich ja anders als alle anderen Spiele. Und dann gehen wir... Oh, zu unserem nächsten Riesen, den ich da hinten schon vielleicht sehe. Weiß ich nicht. Ne, das ist nur ein Torbogen, glaube ich. Ich da gerade sehe. Oder eine Brücke. Hier muss ich schon wieder schwimmen. Anscheinend muss ich hier wieder schwimmen. Ich habe schon wieder ver... Ach, Entschuldigung. Ich sollte es nicht schwimmen nennen. Oh. Man sieht ja... Ich kann da durch, glaube ich. Man sieht ja richtig viel unter Wasser. Wahrscheinlich komme ich hier. Achso. Ich finde es übrigens witzig, wenn man mal überlegt, man schwimmt so. Und, also, ne, man schwimmt so. Achso. Ah, und dann springt man einfach hoch. Also, man springt im Wasser einfach hoch. So funktioniert das ja natürlich. Mache ich auch andauernd im Schwimmbad, dann springe ich einfach so, ohne mich festzuhalten, einfach an den Beckenrand. Wie so ein Delfin. Und dann bewege ich mich auch so windend. Als würde ich wie ein trockener Fisch am Land. So. Bin ich hier richtig? Ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Ich weiß nicht, wo ich hier gerade eigentlich hingehe, oder? Warum ist jetzt die Kamera... Ah! Das ist unser nächster Koloss, ich erinnere mich. Und ich nehme an, ich muss den Turm raufklettern, um überhaupt auf ihn draufzukommen.
Soll ich jetzt erst das hier wieder runter, ja? Der Punkt ist, wahrscheinlich muss ich mich verstecken, weil er ansonsten wegfliegt. Ich versuche jetzt außer Sight zu kommen. Weil ich nehme stark an, dass der wegfliegen wird, wenn er mich sieht. Ich kann auch nicht schneller schwimmen. Oder? Weil ich das Gefühl, ich muss da rüber. So. Wo bist du? Da. Ich will es halt gar nicht erst ausprobieren, ob er weg kann oder nicht. Oder ob er weggeht oder nicht. Ha. Oh. Ich würde es halt einfach gerne direkt von Anfang an richtig machen. Ist das schon die Ich flieg gleich wegstellung? Weil er mich gesehen hat. Sieht mich ein bisschen danach aus. Warum? Ich dachte, ich könnte jetzt hier einfach super sneaky. Ihm. Aber der ist zu hoch, oder was? Ist er zu hoch? Ich gehe da jetzt einfach mal hin. Vielleicht frisst er mich dann auch, ich weiß es nicht. Oh, irgendwas schon mit dem Sound nicht. Hm. Ich habe das Gefühl, du weißt ganz genau, wo ich bin. Auch wenn ich tauche. Ich bin ziemlich sicher, ich weiß genau, dass du weißt, wo ich bin. Und du wanderst mit, wa? Ja, du guckst mich an. Hi. Kann ich auch auftauchen? Okay. Dann schwimmen wir nochmal zurück in unser kleines. Das Gefühl. Kann es im Übrigen sein, dass ich schneller schwimme, wenn ich tauche? Oder bilde ich mir das nur ein? Oh, ich muss jetzt gleich auf jeden Fall die Aufnahme neu starten. Weil es tut mir leid, dass ihr wahrscheinlich gerade ein kleines Knistern hört. Irgendwas scheint da gerade nicht 100% so zu wollen, wie ich es gerne möchte. Achso, Entschuldigung, ich wollte dich nicht ersaufen. Noch nicht. Thema an, später habe ich das noch vor. So, aber ja, genau. Wir machen den ganz kurzen. Also, ich gehe sofort weiter. So, ich hoffe, der Sound hat sich jetzt wieder beruhigt. Und dann, das ist die falsche Taste. Wir wollen den Bogen rausholen. Und machen mit Pfeil und Bogen auf uns aufmerksam.
sehe halt nichts, ne? Die Kamera mag mich gerade richtig gern. Wo ist er denn jetzt hin? Da. Was soll ich eurer Meinung nach jetzt tun? Irgendwo einen Turm raufklettern und... Habe ich doch schon. Dann dreht er zwei Runden. Und eventuell muss ich dann einfach nur irgendwo hoch. Aber ich sehe gerade noch nicht den Weg nach oben. Jetzt ist er sauer. Ich glaube, ich sollte hier nicht sein. Wie komme ich denn? Okay, vielleicht soll ich doch hier sein. Ich meine, wenn er mich greift, ich bin mit Sicherheit tot, oder? Also, ich meine, mehr als probieren bringt mir jetzt natürlich nichts. Ich glaube, ich habe ihn erwischt. Ja. Kommt er genau auf mich zu. Da muss ich ja eigentlich von irgendwo oben drauf springen. Magst du nochmal kommen? Warte mal, versuchen das tatsächlich mal von der Mitte aus. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Die Kamera dreht sich auch die ganze Zeit. Vor allen Dingen, so kann ich schlecht meine Ausdauer regenerieren, was natürlich ein bisschen problematisch ist. Jetzt vielleicht Ausdauer regenerieren. Durch den Schwanz, wohin muss ich? Mal eben gucken, was passiert, wenn ich hier reinsteche. Aber ich finde die Schwachstelle halt nicht. Wenn ich jetzt hier leuchte, dann falle ich gleich runter. Vom Schwanz hin. Ist nicht direkt dann raus. Ja, entspann dich. Nein. Och, Männchen. Chill mal auf dein Leben. Flügel. Oh, hier auch. Oh, hi. Nett, dass du hier bist. Das war's. Und in die Kurve. Also ich würde sagen, also wenn ich das richtig gesehen habe, hat er eben auf den einen Flügel gezeigt. Und festhalten.
kurz regenerieren. Oh shit, ich bin nicht mehr da. Ich glaube an dem Flügel da. Oh nein. Flügel ist richtig. Aber. Ja. Entspanne er sich. Bitte. Du sollst dich entspannen. Fang an zu gleiten. Hör auf damit. Ich sehe nichts mehr. Hör auf, eine Kurve zu fliegen. Alter! Jetzt. Ausdauer. Und. Hallo? Junge. Magst du dahin gehen, wo du. Nein. Ich versuch's mal. Nein. So, jetzt aber. Warum hältst du dich immer an dem... Danke. I don't see shit anymore. Oh, ich flieg runter. Oh, lucky me. Und festhalten. War jetzt auf dem anderen Flügel auch. Ich komme auf dem anderen Flügel das auch noch. Ich gehe jetzt vorsichtshalber zum anderen Flügel, weil ich weiß nicht, ob der rechts jetzt schon irgendwie abgebaut ist oder so. Oh, ich bin gesprungen, ich Idiot! Nice! Aber ist ja kein Problem. Ist ja alles, wo bin ich? Wo sind meine drei Plattformen? Ja, ich komme gleich wieder. Jetzt weiß ich ja wie. Ärgerlich. Aber ist auch der kniffligste von allen bisher. Aber ich nehme an, die werden auch noch kniffliger. Okay, er hat mich. Er hat mich. Dann komm. Komm zu Papa. So, wir versuchen jetzt natürlich auf der. Genau auf dieser Seite zu landen. Das ist genau da, wo ich landen wollte. Das ist perfekt. Die Kamera ist halt echt nicht mein Freund. Er ist auch nicht mein Freund. Warum schwimmst du so langsam? Ich weiß nicht, ob die Pfeile eine Flugkurve haben oder nicht. Haben sie? So. Versuch Nummer 3.
So, also jetzt noch nicht, ja? Okay, du machst jetzt eine Rechtskurve, okay. Dann kann ich jetzt. Dann mach noch eine Rechtskurve. Warum machst du noch eine Rechtskurve? Ich halte mich irgendwo fest. Okay. Magst du dich entspannen? Nein? Okay, magst du nicht. Alles klar. Okay, ja. So viel Leben hat er nicht mehr. Komm schon. Dankeschön. Holy moly. Das wäre beinahe auch schon wieder zu Ende gewesen. Also mein Ausdauerbalken war schon wieder weg. Aber Ritt auf dem Wind. Der Koloss erfällt. Jetzt kommt wahrscheinlich das ganze schwarze Zeug von irgendeiner Seite geflogen. Von wo? Da kommt es. Hier bin ich. Well, yep. Und ab in den Teleportationskanal. Auf zurück in den Tempel. Wo dann Nummer 5, wenn ich mich nicht täusche. Riese Nummer 5 sein Ende gefunden hat. Koloss Nummer 5. Wie gesagt, ich freue mich jetzt schon, wenn da 16 Leute um mich rumstehen. Dass es sich auch nicht die Frage stellt, wie komme ich denn immer wieder hier zurück? Okay. Unter diesem Tempel hier? Wir machen jetzt gleich einen Cut. Ich will nur ganz kurz wissen, wo ich hin muss. Weil okay. Also unter dem Tempel ist so eine Sache. Ich weiß halt nicht, unter was für einem Tempel, ne? Und der Riese ist kein Narr. Ich würde sagen, da sind so Türme. Vielleicht ist das tatsächlich. Anscheinend sollen wir hier lang. Machen wir, und zwar beim nächsten Mal. Bis dahin, viel Spaß mit den Videos. Euer Hedi.